Meine erste Frage geht an Sie, Herr Felix. Sie formulierten damals im Katalog zur Ausstellung das Anliegen, ich zitiere, dem Missbrauch des Klassizismus durch die nationalsozialistische Ästhetik Konzept und Ordnung als Prinzipien der schöpferischen Arbeit entgegenzustellen. Können Sie das bitte erläutern? Wie war das gemeint in Bezug auf die Ausstellung von Gerhard Merz? Ja, zuerst mal muss man die Genesis dieser Ausstellung andeuten, sonst wird man das nicht verstehen, besonders für jüngeres Publikum. Denn Gerhard Merz hat ja in den 80er Jahren mehrere Arbeiten in München durchgeführt. Im gleichen Jahr, Anfang 86, hat er in einem Geschäftshaus an der Baarer Straße in dem RTV-Gebäude eine Innengestaltung durchgeführt. Das war mitunter auch der Grund, warum ich ihn damals eingeladen habe zu der Ausstellung hier im Kunstverein. Und mir ist dabei aufgefallen, dass er zum einen Bezug auf die Architektur genommen hat. Es war sehr stark architekturbezogen. Zum anderen hat er Bezug auf die Geschichte Münchens genommen. Und es ist ihm gelungen, meiner Ansicht nach bereits in dieser Lösung für die Baarer Straße einen Dialog zwischen diesen beiden Polen herzustellen. Das war auch der Grund, warum ich ihn eingeladen habe, hier im Kunstverein zu arbeiten. Das war der Moment, wo gerade Peter Strassel kurz davor die architektonische Lösung dieses Hauses beziehungsweise des Kunstvereins vollendet hat, wo die alten Räumlichkeiten verändert wurden. Es gab eine zentrale Linie, die durch alle die vier Räume hindurch lief. Das ist jetzt im Moment einfach nicht mehr nachvollziehbar, es sei denn, Sie schauen sich eben diese Bilder an. Und es gab auch die Geschichte dieses Ortes. Diese Geschichte war zweierlei. Zum einen dieser klassizistische Bezug, weil die Architektur ist ja in der Zeit des Klassizismus Ende 18. Jahrhunderts entstanden. Und zum anderen gab es ja diese berühmt-berüchtigte Ausstellung Entartete Kunst, die zwar nicht in diesen Räumen, aber in den Räumen da hinten, wo jetzt das Theatermuseum ist, stattfand. Und Merz hat ein Konzept vorgelegt, in dem er sich mit den beiden Aspekten dieser Geschichte auseinandergesetzt hat. So ist es entstanden. Und mir war es von vornherein klar, dass da irgendwie eine Art vermintes Terrain betreten wird. Aber mir war auch vollkommen klar, dass hier eine Auseinandersetzung mit einer geschichtlichen Situation stattfindet, die mir wichtig genug schien. Und die enorme Ausstrahlung der Ausstellung und die Diskussionen haben gerade belegt, dass in der Zeit sowas ja durchaus nötig war. Und es fand ja auch eben die Diskussion statt, nicht nur in den Medien und unter den Besuchern, sondern auch außerhalb. Die Ausstellung ist ja bis heute eigentlich mehr oder weniger zu einem Diskussionspunkt geblieben. Und deshalb denke ich, dass es wichtig war, sie damals zu machen. Zu dem Zeitpunkt war sie meiner Ansicht nach tatsächlich absolut d'accord. Sie stellten ja damals im Katalog die Frage, ist einerseits dieser Raum eine Hommage an Otto Freundlich, andererseits, wie kann sie, und Sie lassen die Frage bewusst offen, wie kann sie der Betrachter verstehen angesichts der Erinnerung von Toten und Heldenkult im Dritten Reich? Warum hat denn Merz den Freundlich überhaupt noch gebraucht? Laut seiner Aussage ging es doch immer um eine Grammatik klassizistischer Formsprache. Warum denn dann noch den Freundlich dazu? Ja, Sie beziehen sich ja, wie alle die damaligen Kritiker, halt auf den letzten Raum, wo diese Schale stand. Ich meine, man muss ja doch mal die ganze Ausstellung sehen. Wäre die Schale nicht da gewesen, wäre die Diskussion vielleicht etwas anders verlaufen. Das ist natürlich von Merz irgendwie bewusst da eingebaut worden. Er hat das ja nicht zufällig gemacht. Aber man muss ja zuerst mal verstehen, worum es geht. Diese Bilder, die wir hier auf den Monitoren sehen, die geben uns ja nur noch eine vollkommen entfernte Vorstellung darüber, wie das ausgesehen hat. Das Wesentliche war ja durch dieses Farbkontinuum, das ja durch die vier Räume hindurchging und die Verbindung mit der Architektur.
Ich will das jetzt im Einzelnen nicht angehen, aber das, was Peter Strassel hier gemacht hat, er wird uns sicherlich auch dazu noch etwas sagen können, war ja eben eine Art Fortsetzung der klassizistischen Formen mit den Mitteln der 80er Jahre. Und ich denke, Merz hat ja auch gewissermaßen etwas Ähnliches gemacht, indem er auch bestimmte klassizistischen Versatzstücke oder Verweise auf klassizistische Formen und Formsprachen hier eingebracht, indem er das Ganze ausmalen ließ. Das war übrigens eine extrem komplizierte und aufwendige Arbeit, die von Malern ausgeführt wurde, die in der Residenz gearbeitet haben, mit Kreuzstrich. Das wurde einfach nicht nur so mit den Rollern gemacht, sondern richtig von Hand gemalt. Auch die Buchstaben, da legte Merz darauf den Wert, dass es von Hand gemalt wurde. Nochmal zu den Referenzen, ja, Herr Felix. Nochmal zu den Referenzen. Hat denn nicht Herr Merz ganz bewusst, ganz strategisch, auch vor dem Zeithintergrund mit dem Historikerstreit, da gehandelt, hat ein paar Register gezogen und hat sich dann im Nachhinein, als die Kritiker, die sogenannten, angefangen haben, die Sachen auch inhaltlich zu lesen, auf eine rein ästhetische, undidaktische Aussage zurückgezogen. Klaus von Bruch, ist das nicht, kann man einfach Zeitbezüge in den Raum werfen und danach sagen, mir ging es ja nur um deren formale Aspekte? Ist das spannend? Ja, ich würde schon sagen, dass es spannend ist, die Vorgeschichte in Betracht zu ziehen, bestimmte Referenzen herzustellen. Und ich sehe das ja also auch so, sagen wir, wenn ich über meine Arbeit nachdenke, die sich mit Bildern beschäftigt, die vor meiner eigenen sozusagen Existenz bestanden haben, die ich aufsuche durch das Zitat und so, verstehe ich hier natürlich den Kollegen in dem Sinne. Und ich habe ja die Ausstellung nicht gesehen, das ist ja auch so eine virtuelle Situation, aber die ich nachvollziehen kann als Künstler, weil ich viele Arbeiten von ihm dann später gesehen habe. Und auch so ein komisches Hass-Liebe-Verhältnis eigentlich zu dem Kollegen Merz so entwickelt habe über die Jahre. Aber er hat uns dann ja nicht in Ruhe gelassen. Und ich würde schon sagen, dass man politische Statements immer nur machen kann, indem man sagt, man greift was auf aus dieser Zeit, die mich berührt. Ja? Oder in der Zeit, wo ich arbeite, entscheide ich mich bestimmte Dinge in Provokation, und alles ist ja eine Strategie. Also der Merz hat ja gesagt, er macht kein politisches Statement. Es ist aber ein politisches Statement, oder es ist eben Teil seines, also ich habe so Workshops mal gemacht, die nannte ich immer Kunst kommt vom Charakter, dann ist es eben sein Charakter, das ist mir egal, weil es geht um die Wirkung. Ja. Martina Fuchs, Sie haben die Ausstellung gesehen und auch intensiv drüber geschrieben. War das für Sie auch ein strategischer Ansatz zu sagen, dass das ist ja, da kommen ja fast wie bei einer Bildtitelseite, kommen da ja die Elemente zusammen. Also hier Krieg, dort das, dann noch irgendwie bei 70 km/h Oliver Kahn zu schnell geblitzt. Da prallt ja wirklich alles aufeinander an Referenzen in der Ausstellung. Ja, für mich der Ausgangspunkt war tatsächlich weniger die Ausstellung als solche, sondern eigentlich eher die Reaktionen, die sie hervorgerufen hat. Also ich habe die Ausstellung damals so gesehen, irgendwie bin zweimal durchgelaufen, in der Viertelstunde wieder draußen. Wusste damals natürlich auch noch nicht, dass ich mich jemals mit dem Thema so heftig beschäftigen würde. Also ich habe die Ausstellung selbst völlig undramatisch erlebt. Und es wurde dann für mich erst so ein bisschen dramatischer 1988. Also 10. Februar ist zum einen ein Text erschienen, von Wolfgang Jean Stock in der Süddeutschen Zeitung, in dem er mehr oder minder offen ein Ausstellungsverbot für Gerhard Merz vorgeschlagen hat. Und am Abend desselben Tages gab es einen Vortrag in der TU von Georg Bussmann. Titel war irgendwie Übermaß an deutschem oder so ähnlich faschistisches in der neuen Kunst. Und hinterher gab es eine Diskussion. Und da war auch Wolfgang Jean Stock da und es war Stefan Huber da. Und Stefan Huber hat sich so auf die Seite von Gerhard Merz gestellt. Und das ist also zu einem Streit gekommen, dass ich eigentlich nur froh war, dass die weit genug auseinander saßen, weil man den Eindruck hatte, sonst hätte es jetzt gleich eine Prügelei gegeben. Und das fand ich so einigermaßen verblüffend. Also man hatte schon Manzonis Künstlerscheiße und Sonstiges in der Kunst gehabt. Und dass dann, also 1988, eine Diskussion entsteht, die so heftig läuft. Und dann ein paar Jahre später musste ich mich entscheiden, worüber will ich meine Arbeit schreiben. Und dann dachte ich mir, die ganze Rezeption ist so emotional gelaufen und zielte so sehr ab eigentlich auf die moralische
Seite eben. Also Gerhard Merz ist böse, weil er eine faschistische Ästhetik benutzt, oder Gerhard Merz tut das gar nicht und er ist gut und es geht ihm um die Schönheit. Insofern hatte ich den Eindruck, ich habe da eine große Leerfläche, die ich jetzt beackern kann. Aber jetzt mal weg von dieser Frage, ob das böse ist oder nicht. Ich glaube, das ist gegessen. Aber der Punkt ist doch der, warum benutzt jemand eine Referenz? Warum zitiert man etwas? Herr Strassel, als Architekt arbeiten Sie ganz besonders mit Form und auch, ich glaube, mit der sozialen Bedeutung von Form. Kann man denn das Titelbild in den Räumen hier hängen mit dem Otto freundlich, also der Skulptur, und sagen, ich wollte nichts Politisches machen, es geht mir hier rein um ästhetisches Formvokabular? Und hat es noch was mit der Grammatik des Klassizismus zu tun? Ja, ich muss etwas zu diesen Räumen erzählen. Also die Räume wurden 1940 etwa bombardiert oder etwas später, und sie wurden nach dem Krieg wieder aufgebaut von dem Architekten Professor Wiedemann, der auch die Glyptothek gebaut hat, jetzt wieder renoviert hat. Und diese Räume waren bis in die 60er Jahre in dieser Höhe, und ich habe eigentlich gar nicht so viel verändert, wie es jetzt aussieht. Es war nur so, in den 60er Jahren hat man diese Räume verkleinert, so ähnlich wie es jetzt war, also mit Teppichboden und mit einer Zwischendecke, die auf Spannseilen war und die dann fürchterlich verschmutzt war. Man hat es begründet mit geringeren Heizkosten. Und ich wurde sogar gefragt, diese Arbeit zu machen in den 60er Jahren, aber ich habe es dann nicht gemacht, das hat dann Herr Riemerschmidt gemacht. Und dann etwa 1983, 84 war es soweit, dass wir also von diesen ganzen Umbauten, die waren so verräumt, dass wir dann die Räume frei gemacht haben. Und dann hat sich hier eine unglaubliche Symmetrie ergeben, von der wir eigentlich gar nichts gewusst haben. Und für Gerhard Merz war die Symmetrie dieser Räume sicher auch ein Grund für das Konzept dieser Ausstellung. Weil die Symmetrie ist ja etwas, was ja in der letzten Zeit, also ich sage jetzt etwa bis, also nach dem Krieg überhaupt nicht mehr vorgekommen ist. Weil Symmetrie hat etwas leicht Zwanghaftes. Es gibt nur eine Symmetrie, aber tausend Asymmetrien. Das heißt, wenn man mit einer Symmetrie beginnt, dann ist die andere Hälfte erzwungen. Und genau das hat dem Gerhard Merz natürlich gefallen, diese Nulltoleranz, die später auch bei seinen polierten Flächen und dergleichen vorkommen. Aber jetzt zu dieser Geschichte mit dem Freundlich, das ist, glaube ich, keine architektonische Frage. Ich dachte eher, er wollte sich auch eine gegenteilige Interpretation seiner Arbeit offen halten. Also es ist ja nicht eine faschistische Arbeit, das kann man ja nicht sagen. Er benutzt sicher faschistische Elemente und eine faschistische Ästhetik, aber man kann nicht sagen, dass das eine Huldigung an den Faschismus gewesen wäre. Die Michaela Melian, Ingrid Rhein hat damals gesprochen von der Entnazifizierung einer belasteten Ästhetik sogar. Also nochmal verstärkt jetzt das Statement von Herrn Strassel sozusagen. D'accord, würden Sie zustimmen? Nee, würde ich jetzt nicht zustimmen. Ich denke, das muss man sehen vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund. Also die 80er Jahre, speziell die erste Hälfte, als Zeitraum von affirmativen künstlerischen Strategien, einerseits eben Leute wie Gerhard Merz auf der einen Seite, andererseits irgendwie jungen Wilde, und es ging immer gegen dieses System, was damals sozusagen am Ruder war und sehr zufrieden war, was aus dem Gedankengut, sagen wir mal, der 60er, 70er Jahre kommt und sich sehr gemütlich gemacht hatte und eine bestimmte Generation, ich als Studentin damals natürlich genauso auch auf diesem Vokabular mit formuliert habe, wo kann man irgendwie noch politisch irgendwie Provokation erzeugen. Und das hat man bei den jungen Wilden genauso gesehen, die halt, da wurden sehr viele Hakenkreuze gemalt und bei den Punkbands, und das hat halt Gerhard Merz auf seine Weise auch damit eingestimmt. Wo wäre denn da für Sie jetzt der Unterschied, dass, wenn man Punkbands, so auch gerade britische Punkbands sieht, die immer wieder dieses Hakenkreuz appropriiert haben, Sie haben das selber in einer Arbeit
benutzt. Warum ist es jetzt gerade in der Ausstellung dazu gekommen, dass der wirklich in den 80er Jahren ja unproblematisch gewordene Umgang damit, Dokopil, Baselitz, Kiefer, es gibt also eine ganze Bewegung, da wird uns Frau Fuchs später noch was dazu sagen können. Wo liegt der Unterschied in der Appropriation? Warum ist denn hier das jüdische Vorstandsmitglied symbolisch sozusagen mit der Streichung des Namens aus dem Katalog? Warum hat sich da jemand von der Ausstellung distanziert? Was hat da verletzt? Ja, das weiß ich sicher jetzt auch nicht. Ich kann das nur vermuten, aber von meiner Warte her, ich denke jetzt mal, was Sie jetzt angesprochen haben, ich habe 1983 gibt es von mir eine Zeichnung, Aquarell, von einem Hakenkreuz, was aber nicht als Viereck sozusagen dasteht, sondern auf der Spitze, also wie das Andreaskreuz, und unten ist ein Stiel dran als ein Windrad, und das war dann als Zeichnung abgedruckt in der Münchner Hochglanz, in dem Münchner Hochglanzmagazin Elaste, was damals so in den Diskurs und in den Buchläden und so weiter auslag. Und da gab es eine Reihe von Leuten, die natürlich versucht haben, mit diesen Symbolen die umzubesetzen. Und ich muss sagen, ich habe von Gerhard Merz, bevor ich die Ausstellung hatte ich nicht gesehen, Dovis da Memoria, aber eine Ausstellung davor gesehen, die mir sehr gut gefallen hat, die war im Lehmbachhaus, Mondo Kane hieß die, Hündische Welt, und er hat in diesen tollen Räumen von Lehmbach, hat er eben Fotos und monochrome Bilder in dieses sehr delikate Umfeld kombiniert, und da würde ich sagen, hat man genau gesehen, wo er herkommt, also im Endeffekt von der Pop Art. Das waren ja alles Fotos, die er gefunden hat, und das waren Fotos von Eingeborenen, von Indianern, von so Erinnerungsbildern im Endeffekt genauso wie hier auch, die er dann im Museum in so ein Art Schatzkästchen eingefügt hat und im Endeffekt so eine koloniale Diskussion auch wieder aufs Tablett gebracht hat, wo kommen überhaupt die Themen her, auch für Lehmbach und so weiter, wo kommt überhaupt diese ganze westliche Bildgestaltung her. Und ich habe jetzt die Ausstellung eben nicht gesehen hier im Kunstverein, und die war für mich eigentlich schon der Einschnitt, wo er sich auch entschieden hat, jetzt um auf Ihre Frage zurückzukommen, dass er diese nationalsozialistischen Sachen ganz bewusst sozusagen thematisiert, mit dieser Säule natürlich. Also diese Feuersäule ist wahrscheinlich wirklich so der Punkt, wo man das festmachen kann. Und von da an kamen ja immer wieder Arbeiten, wo er solche Symbole mit diesen Faszes oder was er da immer wieder verwendet hat, immer wieder ausgespielt hat. Und das ist eben sehr merkwürdig, weil in dem Moment, wo er es dann richtig durchgespielt hat, würde ich sagen, war diese Thematik im Underground eigentlich schon fast wieder out, weil es eigentlich auch so ein Vorfühlen der deutschen Wiedervereinigung schon da war, auch mit diesem Historikerstreit, der sich ja auch schon im Vorfeld das alles sich politisch abbildet. Und ab 1989, würde ich sagen, war in dem gesamten diskursiven Umfeld es nicht mehr möglich, solche Sachen zu machen. Also Sie sehen Gerhard Merz sozusagen als Late Adopter einer Praktik, die im subkulturellen Bereich vielleicht vorher ein bisschen eindeutiger durchgeführt worden ist. Und dann immer noch weiter durchhaltend und vor allem immer noch weiter exemplarisch, immer verfeinernd. Also so würde ich ihn sehen. Herr Felix? Also ich bin der Meinung, dass das tatsächlich eine Art Provokation war. Insofern hat Michala Millian recht. Nun, was ist denn eigentlich Provokation im Bereich der Kunst? Wenn Hermann Nitsch Kadaver oder Schafe oder Kühe ausweidet und Blut und Innereien über nackte Menschen fließen lässt, ist das denn keine Provokation? Das ist nach meinem Dafürhalten eine eigentlich noch schlimmere Provokation, als was Gerhard Merz hier gemacht hat, denn das betrifft ja wirklich also die Humanität im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man kann doch nicht jetzt mal Kunst beurteilen nach dem Maß der Provokation. Kunst ist ja immer irgendwie provokativ, und bestimmte Künstler haben bewusst irgendwelche Minen gesetzt in ihrem Werk, um damit einfach mal Aufmerksamkeit zu erwecken und auf sich natürlich, auf das Werk,
auf die Problematik hinzuweisen. Das hat sicherlich Gerhard Merz gemacht. Das ist bezeichnend. Die Diskussion zeigt es auch schon hier, dass sich das alles um diese Schale dreht. Wenn man diese Schale nicht gehabt hätte, hätte man den Odeur dieser Ausstellung wahrscheinlich nicht so verspürt. Die Schale war natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, natürlich war sie wichtig. Genauso wichtig war die Inschrift Doves Ta Memoria. Das haben Sie beispielsweise gar nicht erwähnt. Das stammt von Ezra Pound, einem Künstler, der auch von einem gewissen Odeur begleitet ist. Ein Amerikaner, der in Italien unter Mussolini gelebt hat, der ein Verräter der Amerikaner war, der auch vors Gericht gestellt wurde, in einem Käfig in Pisa gehalten wurde, trotzdem weitergeschrieben hat. Und ein Künstler, der irgendwie mal politisch absolut außerhalb jedwelcher Redlichkeit stand, ein total verirrter Mensch, politisch daneben, vollkommen außer Diskussion, aber als Künstler trotzdem nach wie vor eine wichtige Figur, die man nicht wegdiskutieren kann aus der Literatur und der Dichtung des 20. Jahrhunderts. Also ich will damit nur sagen, dass auch da eine gewisse Provokation war. Diese Inschrift war schon provokativ. Ich weiß, dass ich ihn darauf angesprochen habe und habe ich gefragt, warum denn dies? Und er hat mir eben diese Stelle da gezeigt aus dem Pisaner Gesängen, wo es nur einmal auftaucht, ist glaube ich in dem Katalog auf der Klappe vorne abgebildet. Das ist eine schwierig zu verstehende Stelle. Es ist nicht ganz leicht, das zu verstehen. Doves ta memoria, also wo ist Erinnerung wortwörtlich, also wo ist die Erinnerung, in dem Sinne dieses Zitat bedeutet es eher, wo liegt denn eigentlich die wahre Erinnerung, wo liegt sie? Das ist auch zweideutig, bei Ezra Pound ist es zweideutig und man kann da auch geteilter Meinung sein. Ich finde auch die Knochen drüben waren wichtig, dieser große Saal, diese Feierliche mit dem Sebastian war wichtig. Sebastian ist ein Zeichen für zweierlei, zum einen ist es ein Märtyrer, der wie natürlich viele andere Märtyrer und Märtyrerinnen für den Glauben gestorben ist, aber er ist ja auch gleichzeitig auch ein Symbol für Schönheit, weil es mal eine extrem schöne Gestalt ist, ein schöner männlicher Körper. Dieses Bild hängt ja übrigens in dem Musée d'Art in Straßburg. Jeder kann sich das mal ansehen. Und da ist er wirklich auch so fast an die Grenze des Erotischen. Also ich glaube, da ist es sogar überschritten, die Grenze des Erotischen. Die sinnliche Schönheit dieses Körpers. Also Zeichen für Schönheit. Also Sie haben hier immer irgendwelche in der ganzen Inszenierung, das ist ein Wort, das Merz eigentlich nicht gerne hatte, ist ja einfach mal diese Spannung zwischen so einem ästhetischen Pol und dem Pol einer gewissen politischen Belastung, aber die immer ganz vorsichtig, immer wieder einfach mal vorkommt, ja. Bewusst. Also er hat dieses Politische doch ganz bewusst eingesetzt. Ein Jahr vorher oder zwei hat Ernst Nolte diesen großen Aufsatz geschrieben, der zum Historikerstreit geführt hat. Vereinfacht gesagt, diese Frage gestellt, kann man Auschwitz auch mit anderen Völkermorden vergleichen? Das war die Hauptfrage und von daher ausgehend eigentlich ein Nivellierungsversuch in dieser Zeit. Und jetzt ist es doch so, da haben wir im Prinzip so eine postmoderne Ästhetik, diese Sachen werden wie Register gezogen. Wenn dann aber die Öffentlichkeit anfängt zu diskutieren und die inhaltlich zu lesen, heißt es, ich wollte nichts Didaktisches machen. Wie verbindlich sind denn jetzt dieses Politische drin? Also die Mine hat gezündet und wenn sich dann jemand beschwert hat, hat sich Merz beschwert, dass sie gezündet hat, oder? Nein, also so denkt der Künstler natürlich wieder nicht. Anfang der 80er Jahre gab es die große Diskussion um das Werk von Kiefer. Das fing ja doch in Venedig an bei der Biennale, bei der Diskussion über diese Bilder Deutschland Geisteshelden. Das ging dann weiter. Ich habe selber in Essen eine Ausstellung gemacht, die ja auch sehr stark umstritten war, diskutiert war, die das Gedicht, also dieses berühmte Gedicht von Celan betraf, also Ausgangspunkt auch wieder literarisch, also sagen wir mal, und die Bilder zum Thema Margarete Sulamit, wo die Margarete eben eindeutig die Jüdin, die Semitin darstellt und die blonde Margarete, die Germanin, die Deutsche und so weiter, das gab es auch eine große Diskussion und diese Diskussion nennen beide, Kiefersche und die Merzsche und natürlich auch andere Künstler, waren wichtig, dass diese Thematik überhaupt zur Sprache kam. Und ich kann mich nicht erinnern, dass in den 70er Jahren darüber gesprochen worden wäre, weil man einfach entweder Angst davon hatte oder war es tabuisiert oder weil die Leute einfach mal sich die Finger nicht verbrennen wollten. Und nachdem diese Künstler das
eingeführt haben, diese Diskussion. Der eine ist 1945 geboren, das ist der Kiefer, der Gerhard Merz ist 47 geboren und die haben irgendwie mal diese Thematik angerührt, dieses Minenfeld betreten, die haben einfach mal bestimmte auch problematischen Statement riskiert. Ich will das jetzt nicht einfach mal vollkommen in Schutz nehmen, ich bin mir dessen bewusst, wie schwierig, problematisch das ist. Aber man muss doch mal zugeben, dass die Diskussion hat sich eben entzündet an diesen Werken der Künstler. Wir haben sie vorher nicht gehabt. Also das ist ja vielleicht etwas Wichtiges. Dass wir die haben Diskussion sie im Historikerstreit auf politischer Ebene schon gehabt. Aber Klaus von Bruch, wie sehen Sie denn den Zitate-Reigen dieser Ausstellung im Kontext dieser 80er Jahre Zeit? Naja, ich meine, ich glaube schon, dass das auch so bewusst eingesetzt worden sind, so doof sind die Künstler auch nicht, dass sie jetzt nicht wissen, was sie tun. Ich glaube einfach, das ist auf, was ich jetzt eben schon sagte, einfach auf Wirkung aus und die Spekulation ist halt das, was der Künstler macht und insbesondere in den 80er Jahren haben wir, oder also ich spreche jetzt mal für die Künstler der 80er Jahre, die sich da bewegt haben, da wusste man viel, war gut informiert, der Rubel rollte, Leute haben Kunst gekauft, die sich nie dafür interessiert haben, nur weil der Nachbar das auch, also das machte sowas her gesellschaftlich. Wir haben das gar nicht richtig begriffen und auch nicht genug genutzt, sonst wären wir vielleicht so, hätten wir auch jetzt alle ganz große Häuser in der Toskana und so. Also er hat es ja geschafft, zumindest mit dem Haus in der Toskana. Also Sie würden sagen, ein paar Hakenkreuze und der Rubel rollt, oder? Ja, ich meine, bei Kiefer war das ja auch. Also ich meine, als der Barzon Brock anfing, Kiefer zu sammeln, dann, ne, und dann hing das da bei dem in Bonn, da ging das natürlich los. Und dann wurde der, wie eben das ja auch schon bei Picasso und Max Ernst mit Spieß war, waren halt die Exegeten dann auch die Kunsthändler. Und das lief von selbst. Also ich meine, das sind die 80er Jahre, wenn man sie genau betrachtet, ohne Sentimentalitäten auch. Nur ich glaube, die Künstler haben mitgemacht und diese Behauptungen, die da waren, diese politische, also das, was es eben mit dieser Generationszugehörigkeit ist, dieses, also wenn man das mal sagt, Papa, was hast du während des Krieges gemacht und muss ich mich schämen um dich und so. Ja, diese, die ist schon ernst, weil die ist so psychopathologisch in einem drin, als deutsches Kind oder insbesondere Junge, dass man da überhaupt nicht entweichen kann. Und da habe ich ja auch versucht, da irgendwo hinzukommen, also mit den Bildern da irgendwo aus der Geschichte. Ja? Oder diese ganzen Filme, die wir gesehen haben. Ich meine, man muss sich überlegen, wenn man Fernsehen geguckt hat, in Bürgerhäusern in den 50er Jahren, dann waren wir nur in den Alpen mit Louis Trenker, Heinz Rühmann. Und ich meine, wo befanden wir uns? Wir befanden uns eigentlich in einer Gegenwart, die gar nicht unsere war, sondern das war die Gegenwart, das war die Jugend unserer Eltern. Ist das so ein die bisschen, Idealisierung ja. unserer Eltern und die spielte in Bayern. Ist ja. das so ein bisschen so eine fast, also das ist schon, das so eine schon, fast ja. schon selbstverliebte Sentimentalität? Auch ja, also wenn man sich diese Louis Trenker-Sendung live im Fernsehen, wo der da losschrie und dann und wir im Rheinland erschreckten uns, weil da war so ein Bayer, der hatte irgendwas erzählt vom Berg und der guten Luft und wir hatten Bayer Leverkusen vor der Tür. Also so, ja. das war irgendwie merkwürdig, das war wie ein anderer Zustand. Ja. Michael Amelian, Sie? Ja. Hatten wir? Nee. Dann Peter Strassel, warum haben Sie damals die Türöffnung hier verdoppelt? Was war das? Was war die formale Idee dahinter? Man sieht es jetzt nicht, wir haben eine Videoinstallation dahinter, wir haben es aber immer noch so. Es ist nur temporär. Also es ist ja die Verdoppelung der Türöffnung in der Höhe durch Sie geschehen. Ne? Ja, das war so. Bei dieser Öffnung des Raums entstand natürlich eine gewisse Faszination dieser Räume. Im wahrsten Sinne des Wortes faszinieren von Fasces. Das muss man schon sagen, weil diese Räume plötzlich etwas gezeigt haben, eine Qualität gezeigt haben, die wir lange nicht mehr gesehen haben. Man wollte damals überhaupt alle Gebäude aus dieser Zeit wollte man abreißen. Es gab ja auch sehr lange die Diskussion, ob das Haus der Kunst abgerissen wird. Und ich denke, es hat sich gezeigt, dass sie als Ausstellungsräume eigentlich ziemlich gut funktionieren. Aber diese Faszination hat natürlich dazu geführt, dass man bestimmte Eigenschaften dieses Raumes verstärkt hat. Ich muss allerdings zugeben, als der Gerhard Merz diese Räume gemalt hat, ich war nicht da, das geschah an einem Wochenende, und als wir dann am Montag gekommen sind, wir waren vollkommen entsetzt, was der aus diesen Räumen gemacht hat. Es war ein Erschrecken, das war so stark, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und sogar, stimmt das? Sogar Rachel Salamander, die später nicht unterschrieben hat, war zuerst fasziniert. Aber nachdem sie nachgedacht hat, ist sie zur Besinnung gekommen und war gegen diese Ausstellung.
Sie waren erschrocken jetzt als Architekt, weil der Purismus aufgebrochen war oder auch wegen dieser ambivalenten... Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man diese Räume nochmals so steigern konnte in eine Richtung, die mir dann auch nicht ganz recht war. Mhm. Wie sehen Sie die kunstvermittelnde Institution in der Gesellschaft und was sagt Ihre Architektur darüber? Welche Situation? Entschuldigung. Wie sehen Sie die kunstvermittelnde Institution in der Gesellschaft als Ort der Kunstvermittlung und was sagt Ihre Architektur darüber? Ist die Architektur für Sie lediglich ein Container? Wenn Sie also bewusst diese Räume auch nach dem Vorbild von 1780, 81 vom Oberhofbaumeister, hieß er glaube ich, Lespellier, der hat die ja gebaut für die Wittelbachsche Gemäldesammlung. Ist das überhaupt eine Architektur, die noch spannend ist für einen Kunstbegriff des ausgehenden 20. Jahrhunderts? Doch, das denke ich schon, weil ich glaube, dass Architektur bestimmte Eigenqualitäten auch haben muss. Also ich denke, dass Architektur nicht grundsätzlich einer ganz bestimmten Sache dienen muss, sondern dass sie in sich richtige Proportionen haben muss und dass dann dort in diesen Räumen, wenn sie gelungen sind, auch vieles möglich ist. Also ich denke nicht, dass Architektur nur irgendein Gehäuse sein soll. Natürlich ist der Begriff der Erhabenheit, der ja in der Postmoderne so eine große Rolle gespielt hat und der jetzt eigentlich wieder sehr heruntergespielt worden ist, ich denke schon, dass der seine Bedeutung hat. Zum Beispiel ist die Sakralarchitektur basierte immer auf Achsen und Symmetrien, im Gegensatz zur Profanarchitektur, die meistens den temporären Zwecken diente. Nun will ich nicht sagen, dass ein Konferenzgebäude Sakralarchitektur sein soll. Mhm. Wir haben vorhin über den Kontext hier von München gesprochen und Sie hatten gesagt, diese Wirkung, die die Ausstellung hatte, das hätte die nirgendwo anders bekommen, außer in München. Ja, das glaube ich schon, weil gerade diese Schalen, gab es ja in München bei diesen unsäglichen Nazi-Umzügen. Also man kennt ja doch die Fotos aus der Zeit, als hier ich sage nicht alle, aber zahlreiche Münchner auf diesen Wagen vorbeigezogen sind und antike Gestalten versinnbildlicht haben. Dann gab es natürlich hier in München, das ist ja selbstverständlich alles bekannt, der Totenkult da von den beiden Nazi-Tempeln, die dann nach dem Krieg von Amerikanern gesprengt wurden. Also hier hat ja doch gerade dieses Symbol meiner Ansicht nach noch eine viel stärkere Bedeutung und Wirkung als anderswo. Dann gibt es ja doch in München ja überall Bauten, die klassizistische Formen aufweisen. Das ist eine Tradition des Klassizismus hier seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts und beziehungsweise schon 18. Jahrhundert hat es ja gebracht, eben Lespellier ist schon 18. Jahrhundert. Also die Sensibilität für solche Architektur und für solche Bauten ist hier vorhanden, viel mehr als anderswo. In Rheinland beispielsweise, ne, da in Rheine beispielsweise, weiß man überhaupt, was Klassizismus ist? Ne. Also, genau. Und das ist ja einfach mal spezifisch wirklich hier für den Ort. Und ich denke, das März, um nochmals zu sagen, das ist ja ganz klar, diese Provokation und dieser Griff zu einer solchen spezifischen, notorisch fast bekannten, symbolischen Form, in Anführungsstrichen natürlich, genommen hat und dadurch eine große Aufmerksamkeit erweckt hat. Und er hat natürlich auch den Genius Loki irgendwie berührt und dadurch natürlich auch viele angesprochen, die sich dieser Tradition bewusst waren, im positiven, aber auch im negativen Sinne. Ich erinnere mich an die riesigen Diskussionen, ob man den Königsplatz da vor den beiden Pinakotheken, ob man den Platz also begrünen kann oder nicht. Obwohl, und das war für mich, der von auswärts kam, eigentlich eine unsägliche Provokation, dass diese schrecklichen Steine, die Nazis da gelegt haben, zwischen den Pinakotheken lagen da bis in die 80er Jahre hinein.
Da standen ja doch mal, da war Parkplatz, da standen ja doch Fahrzeuge drauf. Und dieses schreckliche Aufmarschfeld wurde ja doch mal immer bis in die 80er Jahre eigentlich als eine Art Memorie, Dovesta Memoria, immer irgendwie mal da gehalten. Also man müsste sich ja doch die Frage stellen, warum denn in München solche Dinge noch, sagen wir mal, in gewissem Maßen ungelöst geblieben sind. Warum gab es den Streit darüber, ob man diese Steine entfernen soll oder nicht entfernen soll, ob man da Rasen kommt oder nicht Rasen kommt. Also in diesem Kontext war natürlich diese Ausstellung noch explosiver, denke ich, als anderswo. Sie hat einfach mal bestimmte lokale Problematik vielleicht irgendwie unterschwellig aufgegriffen und deshalb auch das Publikum auch gerührt. Und die Diskussionen, die dann die moralische Wende genommen haben, weil ich glaube, das haben Sie geschrieben einmal, dass die Diskussion sich dann eigentlich verkehrte dahingehend, dass man darüber diskutierte, inwiefern Gerhard Merz eben diese Gesinnung hat oder nicht hat. Das heißt, man führte es wurde von dem Werk doch an den Künstler irgendwie weitergetragen. Das fand ich eine sehr zutreffende Bemerkung. Und ich denke, man würde natürlich die Ausstellung heute so nicht machen können. Das ist ja ganz klar. Also auch wenn man den Kunstwein jetzt wieder in den alten Zustand zurückversetzen würde, was ich vielleicht durchaus schön fände, weil ich muss persönlich sagen, dass ich nicht so großartig finde, was hier gemacht wurde. Die Räume waren irgendwie heller, die hatten mehr als so Luftausstrahlung und man konnte hier auch sehr viel Skulptur zeigen, was man heute nicht mehr kann. Die Ausstellung würde heute einfach mal nicht mehr ihre Brisanz haben, die würde heute nicht mehr funktionieren, weil die Diskussion auch schon irgendwo anders ist, sie ist anders verlagert und in dem historischen Kontext war sie aber trotzdem, denke ich, eben nicht nur Provokation, nicht nur eine Attacke, sondern es war auch wahrscheinlich eben ein Ansatz, von welchem aus man über dies alles diskutieren konnte. Und das finde ich schon also irgendwie wichtig. Aber vielleicht sie war doch schon auch, wenn man jetzt mal vom Genius Loci ausgeht, was Sie gesagt haben, es ist ja schon irgendwie eine Differenz, weil ich sehe jetzt als Münchnerin sehe ich ja schon jetzt die Ludwigstraße zum Beispiel als eine einzige Zitatenansammlung von italienischer Architektur, als eine Art Theaterstraße. Und er hat jetzt natürlich diesen Raum hier als wie ein Theater bespielt. Das ist ja alles nur Flachware, die sozusagen wie ein Bühnenbild, der nur vorgehängt war. Es ist ja nicht wirklich, ich glaube, Sie haben das Zitat oder Sie haben das irgendwo geschrieben mit dieser eiskalten Ästhetik, es ist ja nicht was einen über das Material abholt, das waren ja alles nur Zitate. Und er hat diese Theatersache aufgegriffen, aber sie gleichzeitig fehlt mir da wirklich jeder Sense of Humor und irgendeine Form von Brechung. Deswegen kam ja diese moralische Diskussion, weil ja es überhaupt keine... Also es gab keinen doppelten Boden dabei. Es war zwar theatermäßig, das war vielleicht der einzige doppelte Boden, aber der schöne Schein sollte ja wirklich mit diesem dauernden angeführten Erhabenen und so weiter. Und das hat ja die Ludwigstraße zum Beispiel überhaupt nicht, auch die Feldherrnhalle nicht. Die ist zwar benutzt worden für politische Aufmärsche und der Königsplatz hat es eigentlich auch nicht. Also das hat ja schon hier in der Architektur, wie das in der Stadt funktioniert, hat es ja auch immer was Verspieltes und nichts wirklich so Ernsthaftes. Man merkt so dieses Fantasie-Königreich dahinter, wie so, was weiß Nochmal ich, zu dieser Bausituation ja. Hier in München. Es gibt ja von Draxler diese Definition, was ist denn dieser faschistoide Zugriff auf Klassizismus? Das ist die Paarung dieser Formsprache mit einem modernen, nicht im Sinne moderner Kunst, merke ich hier an, ja, mit der Autorität eines modernen Glückszwangsversprechens. Und das haben wir doch jetzt eigentlich genau wieder hier in der Pinakothek der Moderne, die gebaut worden ist. Ist das nicht vielleicht viel problematischer, als die ganze März-Ausstellung hier war? Hier könnte man sich exemplarisch über ein paar Referenzen aufregen. Ist das nicht eine viel münchnerische Angelegenheit, dieser Bau, der da jetzt entstanden ist, als hier im Prinzip? Ja, da muss man aber schon bei der neuen Pinakothek eigentlich anfangen, finde ich.
Sie lachen, Herr Felix, Sie sehen das anders. Nein, ich sehe das ähnlich, aber wir können ja doch die Diskussion von dieser Ausstellung jetzt nicht auf die jetzige Architektur ablenken, weil das würde ja doch mal zu weit führen. Ich denke, die Architektur, Peter Strasser hat es angedeutet, hat natürlich hier die Ausstellung zu einem gewissen Teil, gerade wegen dieser Symmetrie, initiiert. Ich kann mich auch erinnern, dass Merz war ja mehrere Male hier und hat er sein Konzept entwickelt unter dem Eindruck dieser Architektur. Das war nicht so, dass er von vornherein gesagt hätte, so zack, bumm, da ist es so, sondern er hat natürlich, man sieht ja mit welcher Sorgfalt hier beispielsweise auf die einzelnen Elemente des, jetzt sehen wir ja den Sebastian, beispielsweise oberhalb der Türe musste noch der Streifen auch in Caput Mortuum gemalt worden, was den Malern extreme Schwierigkeiten machte, weil die mussten das eben nur von Hand malen und die dürfen das nicht einmal abkleben. Es durfte nichts abgeklebt werden und das war schwierig. Die haben geflucht, die Männer, weil die haben gesagt, also was will er denn überhaupt? Einfach mal von Hand, weil da wurde einfach mal diese Qualität einer gewissen lokalen, also malerischen Tradition, Wandmalerei wurde hier auch gepflegt. Und ich meine, das sind natürlich eben alle diese lokalen Bezüge, die hier bewusst entwickelt wurden und mit der Architektur verbunden worden. Ohne die Architektur dieser Räume wäre das ja sicherlich so nicht möglich gewesen. Es ist ja interessant, dass es immer heißt, ein Münchner Stil, die Architektur hat es Merz, glaube ich, genannt, wurde geboren. Es gibt ja wirklich viele Zugriffe künstlerischer Praktiken auf den Raum, auch in der ganzen Kunstgeschichte. Aber Frau Fuchs, der Spiegel hat damals ziemlich krass behauptet oder hat Merz mit einem Hakenkreuzschmierer verglichen damals, der sich darauf beruft, sein Motiv stamme von altgriechischen Vasen. Ist der Vorwurf für Sie haltbar? Ja, also Szenik Felix hat vorhin schon gesagt, dass Gerd Merz sich da ein bisschen auf vermintes Terrain begeben hätte. Was er speziell mit dieser Ausstellung, glaube ich, da Memoria gemacht hat und dann mit dem Einsatz dieser Faszis bei der Ausstellung in Baden-Baden. Aber eigentlich sind beides dann letztendlich trotzdem ein bisschen so Sonderfälle geblieben. Also auch dieser sehr spezielle Ortsbezug oder historische Bezug hier war eigentlich ein kompletter Einzelfall im Werk von Gerhard Merz, der aber langfristig dazu geführt hat, weil die Ausstellung so prominent geworden ist, dass man ihm dann immer gesagt hat, ja, Sie sind doch ein Künstler, der sich auch auf den historischen Ort bezieht und er hat das hinterher immer weit von sich gewiesen. Also ich glaube, er hat sich mit der Ausstellung hier letztendlich auch partiell selber das Bein gestellt, also weil er eine inhaltliche Schwere reingebracht hat, die er langfristig so gar nicht mehr wollte. Zum Beispiel auch die Phase, wo er die Siebdrucke benutzt hat, das war genau von 83 bis 87 und hinterher nicht mehr. Aber alle denken jetzt immer noch an diese Siebdrucke. Und interessanterweise hat er sich ja hinterher auch ein bisschen distanziert von diesen Ausstellungen, auch von den Siebdrucken. Er hat im Interview von 88 gesagt, bei meinen Siebdrucken hat es mir den Magen umgedreht. Also er konnte dann hinterher selber nicht mehr so viel damit anfangen. Ich glaube, und er hat, glaube ich, die Wirkung nicht abschätzen können, die diese Geschichte hier gehabt hat. Klaus von Bruch, haben Sie sich auch schon mal mit einem Zitat ein Bein gestellt? Ich glaube, er hat es nicht damit gerechnet. Na, ich fand später so Zitate von Marx oder so, die ich dann in irgendwelchen Videobändern untergebracht habe, ein bisschen peinlich. Aber man muss ja auch sehen, und das finde ich so ein bisschen so die Schwierigkeit für Kunsthistoriker, also der Künstler liebt sein Leben. Ja? Und aus dieser Biografie, dieser fortschreitet Tag für Tag, entwickeln sich irgendwelche, sagen wir mal, Arbeiten. Und das geht immer weiter. Und dann ist halt der Kunstverein hier und dann malt man das. Und dann sagt man, also auch ich bin Architekt, also das hat er ja immer. Ja? Und dann nachher hat er diesen schönen Bezug zu dem Barcelona-Pavillon. Da wird ihm ja nun keiner die Faschismus-Klamotte unterstellen, nur weil das aus der Zeit stammt. Aber es ist ein bestimmtes, was ich jetzt eben sagte, also man kommt mit einer bestimmten Biografie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Welt und damit arbeitet man. Man braucht das auch gar nicht so kompliziert zu sehen und so spekulativ, sondern der Künstler macht, was er kann. In der Hauptsache nicht so sehr, wie ich mittlerweile jetzt, wo ich etwas älter und ruhiger geworden bin, denke, dass ich das nicht so sehr fürs Publikum mache oder für die Provokation, sondern ich mache es eigentlich für die anderen Künstler. Also ich würde es fast radikalisieren und würde sagen, ich mache nur noch, habe ich immer Arbeiten gemacht für meine anderen Künstlerkollegen, weil mich interessiert auch in meinem persönlichen Umgang niemand anders als Künstler.
Und was passiert Sie in Ihrem persönlichen Umgang mit Zitaten? Sie arbeiten ja viel jetzt innerhalb Ihrer Videoarbeiten auch das mit ist natürlich sozusagen politisch befrachteten, belastet mit kollektivem Bildmaterial. Wie geht man damit um und wie schnell rutscht man auch wo rein, wo man vielleicht gar nicht rein will, dass man wirklich nur noch diese kollektive Bedeutung nämlich also in der, unvermittelt auf der Spruchebene, lässt. Ja, wenn ich die Spruchebene, die Zitate nehme, wie so ein Satz, der mit Ezra Pound, ja, also das erste, wo ich bei das war ja auch so beliebt bei Künstlern, Ezra Pound. Ne? Also der Seemann hat es zu Hause in Tanken ja da auf seinem Tisch immer liegen und hat da auch so, also es ist so auffällig. Vielleicht ein guter Dichter. Ja, ein guter Dichter und so, alles klar. Aber wir müssen ein bisschen nachdenken, weil das ist nicht so einfach, jetzt darauf zu antworten. Es geht darum, dass man eine bestimmte Klarheit hat, was man anschaut und was man macht als Künstler. Ja? Und dann schaut man sich eben die Dinge an, die man benutzt für diese Prinzipien. Also ich würde auch sagen, im 20. Jahrhundert war das wesentlich durch auch den Kubismus und die Collage bestimmt, diese Art der Arbeitsmethodologie, die wir dann ja auch in der Konzeptart auch benutzt haben, durch Textverklausulierung oder der Text steht für sich allein und beschreibt nur noch das Werk oder ist das Werk selbst. Das ist ja in den 80er Jahren uns verloren gegangen. Ich dachte ja, ich spinne. Ja, ich komme gerade aus Kalifornien zurück, habe da viel Geld verdient, um dann ein Jahr zu studieren bei Naumann und Baldessari. Also kommt Post-Studio Artist. Ich brauche kein Ding mehr, kein Studium mehr, ich brauche kein Atelier. Bin jetzt in der Konzeptkunst. Da fangen die alle an zu pinseln wie die hilflosen Irren und nach Auftrag. Und da war ich völlig geplättet. Da dachte ich, jetzt geht's aber hier völlig wieder rückwärts. Ja. Und da war natürlich sowas wie der Merz, der ein gesundes Bildungs- und Geschmacksauratisches Momentum hatte, das mir gefiel. Ja. Also der war mir ja wie ein Bruder in dem Sinne, obwohl der älter und ich den auch nicht richtig mag. Also ich liebe den jetzt nicht oder so. Aber, okay, Michaela Melian, bei Ihnen ist das ja auch so, die ganzen Bezüge, die in Ihre Arbeit einfließen, die haben auch ganz oft diesen kollektiven Mehrwert. Setzen Sie den einfach gerne und unvermittelt für Ihre Arbeit ein oder wie geht man damit um? Wenn man eine Arbeit macht in der Hütten eines Lagers aus der Nazizeit auftauchen und andere Verweise, wie mixen Sie das? Wie eignen Sie sich das Material an? Im Prinzip geht es natürlich immer um die spezielle Arbeit, die dann genau das Thema ist, aber interessant sind natürlich Geschichten, die sozusagen sich nicht vordergründig gleich erschließen. Und da spielen eben solche historischen Bezüge immer eine Rolle, ob die aus der Kunstgeschichte kommen oder Bilder, die sozusagen auf uns gekommen sind durch irgendwelche Medien und die wieder neu sozusagen zu interpretieren, neu sich in den Diskurs wieder einzuspeisen im Endeffekt. Und da sehe ich natürlich auch eine Nähe, die Gerhard Merz zu vielen zu der Zeit hatte, wie jetzt diese Ausstellung zum Beispiel war, wo es darum ging, keine authentische Handschrift mehr zu haben. Und da war er sicher ein Gegenpol zu den anderen, die jetzt sozusagen wieder aus sich selber geschöpft und gepinselt haben. Gab es die anderen, die eben versucht haben, das Authentische wegzuhalten und eben diese Bilder zu finden und sie kollagiert nebeneinander zu stellen. Und da sehe ich auch wieder eine Nähe zu meiner Arbeit, wo es auch darum geht, dieses Authentische der Handschrift sozusagen wegzuschieben und eigentlich über die Bilder, die auf uns gekommen sind oder die ich dann wieder generiere, zu sprechen. Aber für mich ist schon diese Ausstellung natürlich jetzt so ein Schnittpunkt in dem Werk von Merz, wo ich dann eigentlich nicht mehr folgen kann, weil ab dem Zeitpunkt ist er für mich eigentlich ein Nationalesoteriker oder sowas, würde ich sagen. Dieses, was also Sie am Anfang eben gesagt haben. Diese Formulierung, um das ein bisschen zu präzisieren, wenn es immer darum geht, es geht nur um die Form und nicht um den Inhalt. Und wenn er jetzt ein Doves da Memoria hinschreibt oder ein Malevich oder was auch immer, es geht nur um das Wort und die Art der Schrift und die Buchstaben und wer das wie auch immer preziös gepinselt hat, da kann ich einfach nicht mit, weil ich immer eine Form ohne Inhalt gar nicht sehen kann. Weil selbst wenn ich ein Viereck anschaue, habe ich viel zu viele Assoziationen. Das ist für mich wirklich ein
Ja, das ist Quatsch. Was Sie am Anfang eben gesagt haben, ja, dass man das benutzt, aber nicht allzu deutlich. Ist das vielleicht genau aus Ihrer Sicht, kann das ein Problem genau dieser Ausstellung sein, dass es einfach so deutlich war, dass es vielleicht einen polemischeren Ton auch hat als andere Arbeiten von Merz, die man davor oder auch danach gekannt hat? Ja, ich denke, es ist natürlich in dem Zeitpunkt, wo die Ausstellung war, war zynische Formulierung ganz klar eine künstlerische Praxis. Das muss man sehen. Und was das Unangenehme an der Ausstellung eben ist, dass die Zynik sozusagen so versteckt ist hinter dieser religiösen Geste eigentlich fast, die der Raum dann erzeugt. Also das ist für mich so, das, wo ich das so ein bisschen nicht zusammenkriege. Das habe ich nicht verstanden. Was meinen Sie, wo ist jetzt die Zynik? Die zynische Geste sehe ich schon in so einer Gegenüberstellung von der Freundlichskulptur mit dem Sebastian, mit den Knochen, mit der Säule. Das wird ja alles sozusagen gegeneinander ausgespielt. Ja, aber das entwertet. Ist ja nicht zynisch, das ist ja nur konstruktiv, finde ich das. Ja, um was sozusagen herzustellen für einen Gedankengang. Ja, das ist eigentlich nur benutzt, also jetzt eben war ja das, also dass man abstrakte, möglichst abstrakte Dinge nimmt, die den Gedanken so frei halten, dass er selber sozusagen sich entwickeln kann. Ja, und das finde ich hier schon, also bis auf die Texte, da habe ich immer so meine, also diese Titulierung, der Untertitel und so, da bin ich immer ein bisschen, aber mit der Form selber, warum soll das jetzt sozusagen so sein, selbst wenn ich da Insignien der Macht oder des Machtmissbrauches oder von Napoleon oder Mussolini benutze, ja, aber abgesehen vom Hakenkreuz, ja. Also das ist, ich meine, ich denke auch nicht, wenn ich auf den Stadtplan von Kyoto blicke, da sind so viele Hakenkreuze drauf, also ich meine, da denke ich auch nicht an die Nazis, ja, muss ja korrekt bleiben in der Situation, was ich da in der Hand habe. Ja. Also insofern muss man aufpassen, wie diese Symbole funktionieren, wie sie benutzt worden sind und ja, also warum haben die Nazis dieses Hakenkreuz eingeführt? Wer hat das eingeführt? Oder so. Also ich meine, da kann man ja endlos mit dieser Art von Dingen sprechen. Und das ist immer nur ein Blick auf. Wenn das nämlich jetzt, sagen wir mal, verloren geht in Erinnerung der Menschheit, ja, dann sieht man gar nicht mehr das Schlimme an einem Bild oder Symbol. Das ist ja auch interessant. Also wenn man sich diese ganzen wunderbaren Bücher mit den Symbolen und so anschaut und da mal durchgeht, was bestimmte Dinge für die Leute gesagt haben im Alter, das ist ja alles verloren gegangen. Also jetzt macht das jetzt hier ein Künstler, bereitet uns das schön auf und er hat da ja auch viel mehr zu tun. Ja, Klaus, von wo soll ich mir jetzt eine Flagge wie eine Farbstudie von Alpers angucken und mich über das wunderschöne Ocker, wie es aufs Gelb trifft, das ist sozusagen jetzt Ihre, okay. Ja. Frau Fuchs, Sie haben ja die Arbeit in den Kontext auch der 80er Jahre gestellt. Ich nehme mal dieses Zitat auf von der Michaela Melian mit der Nationalesoterik. Wie hat sich Ihnen das dargestellt, dieses in den 80er Jahren, dieses Schwelgen in dieser Thematik? Maxim Biller hat ja damals auch gesprochen in einem Zeitmagazin-Artikel von, auch in Bezug auf diese Entwicklung, also so als gemeinsamster kleiner Nenner deutscher Identität. Ich finde, dass die ganze Münchner Diskussion sowieso so ein bisschen verspätet einfach stattgefunden hat, weil sie an anderen Orten schon ungefähr 10 Jahre früher stattgefunden hat. Zum Beispiel gab es in den 70er Jahren schon unter Architekturhistorikern jetzt den Streit in Zusammenhang mit der Casa del Fascio am Comer See, also diesem Bau von Giuseppe Terragni, wie man das jetzt zu bewerten hätte. Ist es jetzt eine schöne Architektur oder ist es eine schlechte Architektur, weil im Zeichen des Faschismus entstanden? Und im Prinzip wurde dann also diese Diskussion so etwas verspätet in München erst geführt. Und was man dann auch so, also man hat eigentlich diese Ausstellung hier viel zu isoliert gesehen. Erstens hat man so getan, als ob das die erste Arbeit von Gerhard Merz gewesen wäre, der seine erste Ausstellung 1971 bereits gehabt hat und interessanterweise genau hier, an dieser Wand, die hinter uns ist. Aha, war 71, was hat er gemacht damals? Das war eine vierteilige Monochromie. 71. 71. Und wer hat ihn da eingeladen? Kallhardt. Vermutlich, ich weiß jetzt auch nicht. Kallhardt oder die. Mm-hmm. Genau, also und 75 hatte die erste Einzelausstellung gehabt im Kunstraum und so. Also es gab an sich eine Vorgeschichte, die immer komplett ausgeblendet wurde. Was ebenfalls ausgeblendet wurde, war generell der Umgang in den 80er Jahren mit den 30er Jahren. Es ist zum Beispiel ganz interessant. 81 gab es die Ausstellung Realismus.
in Paris und in Berlin, wo die 20er, 30er Jahre mit diesen klassizistischen Anfängen nach dem Ersten Weltkrieg wieder ins Augenfeld gerückt wurden. Dann gab es 82 in Mailand die Ausstellung Die 30er Jahre, also Anni Trenta, wo die ganze Ästhetik der 30er Jahre völlig wertfrei untersucht wurden, also ohne, dass die politischen Konnotationen eine große Rolle gespielt hätten. Dann gab es natürlich die ganze Werbung in den 80er Jahren, die dann irgendwann alles aussah wie Leni Riefenstahl eigentlich, also die Nike-Spots zum Beispiel. Also das heißt, all dieses hatte schon längst stattgefunden. Dann kommt Gerd Merz, macht 86 die Ausstellung und München ist entsetzt. Also Sie würden im Prinzip das Gleiche sagen wie Michaela Melian. So, Merz ist ein very late adopter subkultureller Praktiken und ein late adopter kommerzieller Praktiken, die das wahrscheinlich von ersteren abgeschaut haben. Also ein in einer langen partiell, Reihe. Partiell hatte es schon Züge davon, ja. Und warum haben sich dann gerade da alle so aufgeregt? Da hätte man sich doch eher gelangweilt abdrehen können und sagen, schon wieder, oder? Ja, ich glaube, das hing wirklich ein bisschen mit diesem speziellen Münchner Klima auch zusammen. Also hier natürlich auch ehemals Hauptstadt der Bewegung. Man hat sich schon besonders angesprochen gefühlt, sozusagen. Haben Sie die Arbeit gekannt, 71 hier? Hatten Sie darum gewusst oder die sogar gesehen? Die habe ich nicht gekannt, nur von Abbildungen. Und wurde mir aber von vornherein klar, dass es so eine Art Statement war für ihn. Oder er hat daraus ein Statement später gemacht. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, von was beides ist ja möglich. Weil irgendwie ein Foto dieser Art kann man dann später zu seinem ursprünglichen Statement deklarieren. Und er bezieht sich ja doch in jedem Buch, jedem Katalog darauf. Es ist ja doch irgendwie seine Art, ein ikonisches Foto. Und da stand ja doch hier in diesem Raum hinten. Es ist aber gleichzeitig ja interessant, weil Merz insistiert tatsächlich auf einigen wenigen elementaren Dingen. Er insistiert ja immer wieder auf dem Bezug zur Architektur. Das geht ja auch aus diesem Foto ja hervor. Er insistiert ja ständig darauf, dass es also Klarheit der Konzeption von vornherein vorhanden sein muss. Das kann diese Ausstellung ja eigentlich auch beweisen. Und schließlich insistiert er darauf, dass für ihn der ästhetische Standpunkt der entscheidende ist. Wir können natürlich anhand der Diskussion hier und der Diskussion über diese Ausstellung sehen, dass es so ohne weiteres nicht geht. Das ist meine Kritik an diesem Standpunkt, weil in dem Augenblick, wo ich in den ästhetischen Bereich etwas von außen bringe und hineinsetze, dann ist der ästhetische Bereich aufgerissen oder geöffnet und natürlich mit gutem Recht kann jeder kommen und sagen, für mich ist ja eigentlich die Ästhetik sekundär, für mich ist der Inhalt primär. Das verneint er und sagt, das ist ja für ihn ja eigentlich eben uninteressant. Also in dem Punkt würde ich ja mit Gerhard Merz ganz bestimmt nicht übereinstimmen und das ist mein auch kritischer Punkt. Auf der anderen Seite aber muss man eben diese Konsequenz schon gestehen, wenn man an dieses alte Foto denkt, dann diese Prinzipien sind ja bei ihm eigentlich bis heute irgendwie konstant geblieben. Und das ist ja, man kann das ja auch vielleicht eine Unfähigkeit zur Entwicklung nennen, aber man kann es ja gleichzeitig auch eben eine Konsequenz nennen, die ja doch auch interessant ist. Ja, das fände ich eben noch interessant. Also woran liegt das, dass das so ein Aufsehen in München hatte? Also das wäre auch so, also wäre das jetzt in Köln gewesen, weiß ich nicht, ob man sich darüber so aufgeregt, also da müsste man schon, Köln muss man dann immer den Katholizismus angreifen, damit da irgendwas passiert und so. Also vielleicht gibt es an jedem Ort solche Empfindlichkeiten, ja, die vielleicht auch hier mit der Kunstakademie, also ich überlege ja auch hier so an meinem Arbeitsplatz, was ist da passiert, was haben die jetzt da mit diesem, wenn du das erzählst, mit den Straßenumzügen, also wer hat die Karnevalstruppe ausgerüstet, ja, und auf die Ideen gebracht? So. Ja, aber merkwürdig ist es ja schon, dass es immer wieder gesagt wird, das ist die Ausstellung aus dem Münchner Kunstverein, die sozusagen am meisten Aufmerksamkeit erregt hat, auch außerhalb der Stadt. Und das wundert mich ja schon, auch gerade jetzt aus dem heutigen Perspektive, wenn ich mir so das Konzept anschaue, es ist total durchgängig, sehr klug
und gut gemacht sozusagen, aber es lässt mich irgendwie ziemlich kalt und ist auch gegessen. Es ist sehr dated auf dieses Jahr, wo es auch gemacht ist oder diesen Zeitraum. Ja, aber das stimmt ja. Und auch die ganze Ästhetik ist eben so super merkwürdig, weil diese Opferschale oder so, das hat man dann alles 100 Mal in irgendwelchen Design oder sonst wie Architekturzusammenhängen auch gesehen. Und das ist eben sehr merkwürdig, genau auch diese klassizistischen Farben, zum Beispiel dieses Lila und Türkis, waren 2 Jahre später oder 3 Jahre später, ab die gesamten 90er Jahre durchgängig, würde ich sagen, sind es die 2 Freizeitfarben schlechthin. Jeder Jogginganzug ist Lila und Türkis, jedes Zelt, was man kaufen konnte. Ja, aber jedes Wohnmobil ist nicht lila gewesen. Ja, aber, also, aber so dieses dunkellila Auberginen, das war. Aber genau, wir haben hier Herr Strassel ist ein Pro. Herr Strassel ist der Profi für die Opferschale, zumindest was die Statik damals anging. Sie haben. Ich wollte zwar über was anderes erzählen, über die Rahmendiskussion, weil die auch nicht zu vergessen ist, aber ich spreche nur kurz über die Opferschale. Also Gerhard Merz, plötzlich war er, ich kannte ihn ja früher schon, und er war eigentlich immer ein sehr lieber Junge. Und auf einmal kommt er daher und sagt, wie ist das? Hält die Decke die Opferschale aus oder nicht? Es gab weder Pläne noch eine Statik noch irgendetwas. Und ich sollte jetzt entscheiden, ob diese schwere Opferschale hier stehen kann oder nicht. Und wir haben es dann einfach riskiert. Ja, aber bitte, du weißt, wir mussten doch eine Probebohrung machen, ja, um festzustellen, ob der Boden das überhaupt trägt. Ja, ja. Ne, da warst du ja dabei. Da kam ein Statiker und bohrte man in den Boden, weil wir wussten nicht, ob da nicht irgendwie eine hohle Stelle ist, damit das nicht da hier hindurchfällt. Ne? Also hätte das Bild von den Knochen in der Kapuzinergruft noch eine ganz andere Bedeutung bekommen können, wenn das schiefgegangen wäre. Ich wollte noch kurz was sagen gegen unseren Direktor. Das war das Thema der Rahmen. Zunächst mal waren wir alle entsetzt, dass Gerhard Merz, den wir ja alle als sehr modernen Künstler kannten und der natürlich wie alle rahmenlose Bilder früher gemacht hat, kommt plötzlich mit Rahmen daher, die wuchtig sind, dick sind, aber das wäre nicht das Schlimmste gewesen. Sie waren so unendlich teuer, dass wir überhaupt nicht wussten, wie wir diese Rahmen bezahlen konnten. Und da gab es auch etwas Ärger mit unserem damaligen Direktor. Ja, bitte. Das ist aber auch gerade sehr wichtig, weil ich wollte etwas Ähnliches sagen, darauf, was Michaela Melian gesagt hat. Die Ausstellung ist tatsächlich in jedem Buch über die Kunst der 80er Jahre abgebildet, ob amerikanisch, japanisch. Ich habe das in Tokio gesehen, in einem Buch, das ich nicht lesen konnte. Ich habe das natürlich in allen möglichen Büchern gesehen, überall. Das ist da doch mal interessant, warum denn diese Ausstellung ja doch so wirksam geworden ist. Also, dafür ist ja doch mal zweierlei. Zum einen die Diskussion. Ohne diese Diskussion wäre sie ja doch mal ganz bestimmt nicht so intensiv rezipiert worden, wie es der Fall war. Also ganz bestimmt hatten wir ja doch in meiner kurzen Zeit hier ein paar andere schöne Ausstellungen, die meiner Ansicht nach genauso wichtig waren. Die Arte Povera Ausstellung beispielsweise oder die jungen New Yorker Künstler, die hier zum ersten Mal in Deutschland überhaupt gezeigt wurden, Gober und Jeff Koons und so weiter, waren auch wichtige Ausstellungen und die sind nicht so rezipiert worden. Das ist tatsächlich die große Diskussion, die bis heute, wie wir ja doch eigentlich hier betreiben, andauert, dass man darüber noch heute spricht. Das ist die eine Sache. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass es ja eine Ausstellung war, die gegen den Vernunft, menschliche, gegen die menschliche, also Vernunft stattfand, weil sie so teuer war. Glücklicherweise ist es aber so gewesen, dass es da Sponsoren gab und der Vorstand damals also mich nicht gleich gefeuert hat, ne, nach dieser Ausstellung. Obwohl das teurer war als geplant und am Ende sind wir am Ende des Jahres aber Peter doch mal über die Runden gekommen, es gab keine Schulden. Es gab ja immer diesen Vorwurf der faschistoiden Ästhetik. Niemand hat wirklich jemals definiert, was er oder sie damit meinte. Kann das einer von Ihnen hier aus der Runde machen, den Versuch, was damit eigentlich gemeint ist? An welchen Merkmalen macht die sich fest? Oder gibt es jemanden im Publikum, der diesen Vorwurf gemacht hat und vielleicht hier nochmal erläutern möchte, wie er gemeint war? Das Wort wird ja immer so benutzt. Niemand? Hätte mich wirklich sehr interessiert. Naja gut, es gab natürlich schon in den 80er Jahren auch eine ausführliche Diskussion darüber. Gibt es eine faschistische Ästhetik, gibt es eine faschistische Architektur? Wenn ja, wie sieht sie aus?
Und die meisten Untersuchungen, die in den 80er Jahren dann entstanden sind, kamen eigentlich eher zu dem Schluss, dass sich das jetzt ganz so eindeutig doch nicht festlegen lässt. Also es gab zum Beispiel Untersuchungen auch zu Arno Breker, weil es ja, ich glaube 85 war das auch, diese Diskussion um Peter Ludwig gab, den Kölner Sammler, dass jetzt die Porträtbüsten, die Breker von ihm und seiner Frau angefertigt hatte, nun ins Museum sollten. Und dann ging natürlich auch so ein Aufschrei durch die Nation, dass also Arno Breker ja nun nicht in ein richtiges Museum dürfte. Also es gab generell diese Diskussion und selbst bei Breker konnte man es eigentlich jetzt nicht so konkret festmachen, letztlich aus dem einfachen Grund, weil die Faschisten nicht wirklich eine eigene Ästhetik erfunden haben, sondern im Wesentlichen eigentlich bestehende Strömungen aufgegriffen haben. Und ich habe vorhin schon gesagt, also der Klassizismus oder Neoklassizismus kam in den 20er Jahren schon wieder sehr stark vor. Wenn man sich so manche 20er Jahre Bauten anschaut, kann man den schon durchaus ansehen, dass die Nazis sich daran dann hinterher ein bisschen bedient haben. Das heißt im Prinzip, so leicht wie es für die Nazis war, sich da am Klassizismus zu bedienen, kann es auch für, ob gut gemeint oder nicht, Kritiker werden, jemanden diesen Gebrauch dieser Ästhetik vorzuwerfen. Denn was man nicht genau definieren kann, man kann auch schwer das Gegenteil beweisen. Oder man kann den Vorwurf schnell machen, ohne dass er schnell widerlegbar wäre. Ja, und der Klassizismus hat natürlich jetzt noch das besondere Problem, der ist ja schon seit langem an sich tradiert, aber immer wieder benutzt worden. Und letztlich, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen leer und deswegen gern bereit, gefüllt zu werden. Und das haben natürlich die Nazis dann auch gemacht. Und es wiederholen sich lustigerweise auch immer die Argumente für und gegen den Klassizismus durch die Jahrhunderte hindurch. Also die einen sagen, der ist reaktionär und die anderen sagen, es sind die klassischen Proportionen und es ist die wahre Kunst der Antike. Und das kann man, wenn man die Klassizismusdiskussion eigentlich seit der Antike verfolgt, kommt man immer wieder auf dieselben Argumente. Und die kommen dann auch nochmal in den 20er Jahren, die kommen bei den Nazis. Und Gerhard Merz hat dann die Ideale des Klassizismus mit ähnlichen Argumenten wieder verteidigt, wie sie in den Jahrhunderten vorher verteidigt wurden. Aber es ist doch schon so, muss man schon sagen, dass jetzt, ich denke, so eine Ästhetik, wie jetzt Gerhard Merz hier sie da eingespeist hat in die Rasselsche Renovierung, die hat ja schon so einen ganz klaren Bezug da hergestellt, weil ich bin jetzt keine Architekturhistorikerin, aber für mich ist schon eine Architektur aus dem Faschismus unterscheidet sich zu einer klassizistischen Architektur durch diese starke Gedrungenheit. Also die er hier jetzt was ich gerade sagen wollte, mit dieser Farbe, die er hier einzieht, macht er den Raum ja sehr viel tiefer. Also da musst du dir einfach mal die Akropolis anschauen und dieses schreckliche Haus der Kunst. Ja. Also da wirst du die Unterschiede sehen. Ja. Nein, das kann man doch nicht sagen. Nee, aber so, was ja auch der Vorwurf war, zum Beispiel bei der Staatskanzlei hier, bei dieser Erweiterung, da wurde ja auch immer gesagt, das ist sozusagen, da gibt es eine Verwandtheit zu Speerschen Plänen und solche Geschichten, die, ich denke, da gibt es schon Vorwürfe, ich kenne mich damit nicht gut genug aus, aber... In dem Fall von der Staatskanzlei nicht zu sehen. In erster Linie ist es wieder mal die Symmetrie mit einem Zentralbau in der Mitte und einer Kuppel. Und außerdem muss man bei Gerhard Merz doch sehr aufpassen, denn es ist gar nicht die nationalsozialistische Ästhetik, sondern die faschistische Ästhetik. Also es ist eine italienische Ausprägung, die eigentlich mich mehr an auch an D'Annunzio erinnert als vielleicht an Speer oder auch an Klassizismus. Also ich denke, dass D'Annunzio und ein italienisches Element hier auch sehr stark vertreten ist in dieser Ästhetik. Das hat Herr Stock ja damals auch ganz stark formuliert, diese italienische Ausrichtung. Ich weiß nicht, ob er da ist, Herr Stock. Ich würde meinen Platz einmal frei machen. Okay, gut.
Aber vielleicht können Sie diese Definition von der faschistischen Architektur noch mal viel besser liefern als Architekt. Gibt's, oder würden Sie auch bestätigen, was Frau Fuchs sagt, die gibt es eigentlich so gar nicht? Nein, ich würde es auch so sehen. Es ist, man kann es, erstens mal verlangen Sie da sehr viel in kurzer Zeit. Mhm. Und zum anderen, ich würde es eher darauf zurückführen, dass die Zahl eine sehr große Rolle spielt. Wenn man Architekturglieder plant, dann kann man es so machen, dass bestimmte Maßverhältnisse immer wiederkehren, zum Beispiel in einer Säulenordnung. In einer Säulenordnung, in einer griechischen Säulenordnung ist schon der Begriff der Ordnung enthalten, die eben vollkommen intolerant ist gegen Fehler. Die ist nicht fehlerverzeihend. Und das ist vielleicht diese ganz strenge Ordnung, aber das ist bei der Sakralarchitektur oder überhaupt bei der öffentlichen Architektur ein so wichtiges Element, das genau geplant wird. Es ist ja nicht, kann ja nicht jedes Haus ein Bauernhaus sein, bei dem zufällig irgendwelche Türen und Fenster auftreten. Und, aber natürlich wird in der faschistischen Architektur ganz besonderer Wert gelegt auf Ordnung, Wiederkehr, sogar dort, wo Symmetrien durch die Funktionen unsinnig werden. Auch dort wird Symmetrie herbeigeführt. Sind es zum Beispiel diese monochromen Farbflächen in den dicken Rahmen, die Sie genannt haben, die, ja. Da das, die ja in dem Sinne keinen Sinn haben, aber nochmal die Symmetrie unterstreichen, würden Sie die so sehen, durchaus? In diesem Zusammenhang sehen. Mhm. Aber man muss auch so wissen, dass zum Beispiel auch Ludwig Wittgenstein in seinem Haus Symmetrien aufrechterhalten hat, die funktional nicht erforderlich waren. Er hat also Pfeiler vorgeblendet, um eine Symmetrie und eine Proportion herzustellen, die inhaltlich, also durch die Funktion des Gebäudes, überhaupt nicht zu erklären ist. Wittgenstein, im Wittgensteinhaus für die Schwester Stoneborough in Wien. Mhm. Das hat man alles untersucht, dass das leere Kästen sind, die dann Türen symmetrisch machen und die nicht erforderlich waren. Also er hatte eine Vorstellung von Klassik und Klassizismus, die also nicht nur in einem Funktionalismus wie bei Corbusier zum Beispiel festzumachen. Mhm. Würden Sie sich selber als Funktionalist bezeichnen in der Architektur? Oh, das ist so schnell nicht zu sagen, aber Funktionen, okay. Denke ich. Ja, wie hat denn der Umbau von Herrn Strassel, 85 der Umbau, wie stand der inhaltlich mit Ihrem Programm in? Was hat das inhaltlich für Ihr Programm bedeutet oder vorgegeben? Na, zum einen war es für mich sehr vorteilhaft, dass hier die Lichtführung von beiden Seiten gewährleistet wurde, und zwar in dem oberen Bereich der beiden Wände. Dadurch wurde ja durch den Nachteil dieser schmalen Form gemildert, und es war ja möglich, auch relativ große Bilder hier zu hängen. Natürlich gab es immer wieder die Probleme, die Gerhard Merz ja selber gelöst hat, indem er die Teile der Wand, die zwischen den Fenstern sich befinden, für die Hängung seiner Bilder benutzt hat und nicht unterhalb der Fenster. Das war natürlich der Witz. Und wenn man an die Wand Bilder hängte, dann musste man natürlich immer aufpassen, in welcher Relation man zu den Fensteröffnungen kommt. Dass man nicht beispielsweise Bilder direkt unter die Fenster hängt, das war schwierig. Die Vorstellung der 80er Jahre, als ich hier gearbeitet habe, war natürlich ganz unterschiedlich von der jetzigen Vorstellung in diesen 10er Jahren des neuen Jahrtausends. Also sowas damals hätte man als einen Rückgriff auf die frühen 70er Jahre betrachtet. Heute ist es ja natürlich wieder wunderbar, heute sitzt man wieder, diskutiert man in kleinen Kreisen. Es gibt der Bedarf nach dieser Diskussion, das gab es in den 80er Jahren eigentlich nicht. Und man wollte ja doch eher so die offene architektonische Form. Und insofern war es ja für mich damals durchaus begrüßenswert. Und die Märzausstellung passte natürlich auch in diese Vorstellung, wobei ich natürlich sagen muss, dass er etwas entwickelt hat, was über das normale Maß hinausging. Das heißt, er hat tatsächlich diese Gesamtform geschaffen, und du hast es ja erwähnt, Architektura, das war dann der etwas spätere Ausdruck, den er verwendet hat, etwa nach der Baden-Baden-Ausstellung. Architektura ist eine Anleihe aus der italienischen 20er, 30er Jahren, wo die italienischen Futuristen, die Postfuturisten, eben Architektur mit Malerei verbinden wollten und den Ausdruck Architektura kreierten. Und das war dann das Lieblingswort von Gerhard Merz, weil er dadurch zum Ausdruck bringen wollte, dass
er die Architektur gerade eben mit der Kunst, mit der Malerei verbindet. Und im Kern wurde ja doch eigentlich die Architektura hier mit dieser Ausstellung geboren. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Grund mit, warum die Ausstellung für das spätere Werk wichtig war. Und obwohl er sich jetzt davon total entfernt hat und wahrscheinlich ihn das einfach so in der Form überhaupt nicht mehr interessiert, er ist ja beschäftigt mit dieser mit dem Verbrauch von Strom. Und das heißt ja doch einfach, dass man hier also eine ganz andere also Ausdrucksform findet, ist es tatsächlich für mich nach wie vor eine der interessantesten, ich sage nicht gelungensten, aber interessantesten Ausstellungen dieser Zeit tatsächlich, weil sie die beiden Elemente irgendwie sinnstiftend verbindet. Und dass wir darüber heute noch diskutieren, ist ein Beweis dafür, dass tatsächlich da irgendwie mal etwas gelungen ist, was nur in diesem Moment möglich war. Wichtige Ausstellungen finden ja eigentlich nur zu einem bestimmten Standpunkt statt, zu einem Zeitpunkt statt, an einem Ort und sind unwiederholbar. Sind nicht machbar. Man kann sie nie mehr weitermachen. Das gibt vielleicht solche Ausstellungen, sind so vielleicht gibt es 5 in einem Jahrzehnt. Mehr sind es wahrscheinlich nicht. Und die treffen einfach mal den Kern und die bleiben hängen auch 20, 30, 40 Jahre später. Wobei sie natürlich immer wieder einer anderen Interpretation unterlegen, weil die Kunst, und da sage ich natürlich nichts Neues, ist ja von dem Kontext der Zeit abhängig. Sie wird ja von dem Zeitkontext her auch beurteilt und bewertet. Wir wissen natürlich nicht, was die Leute in 50 Jahren sagen zu der Ausstellung, ob sie sie noch gut finden oder schlecht finden. Da hat ja Marcel Duchamp hat ja dazu ja doch gesagt, ne, dass der Betrachter entscheidet dann später darüber was und so, bleibt. Ne, was bleibt. Mhm. Also das wissen wir natürlich nicht, aber ich denke, dass sie noch irgendwie zumindest noch 20 Jahre Lebenszeit hat. Ich würde Sie jetzt alle gerne noch mal um ein Schlussstatement bitten. Herr Strassel, mögen Sie anfangen, ein Schlussstatement, einen Satz zu der Diskussion um die Ausstellung. Ja, ich denke, man hat bei Gerhard Merz immer gesagt, dass seine Raumbezogenheit in der Arbeit eine große Rolle spielt. Das heißt, er macht seine Arbeiten immer für einen Raum und auch die Größe der Bilder passt er diesen Räumen an. Aber er hat noch eine dritte Komponente, das ist die Bezogenheit auf die Kunstrezeption, denn er kennt auch sein Publikum. Und er kennt auch seine Kritiker und ich denke, dass er als plastisches Material auch das Publikum betrachtet, wie seine Arbeiten beim Publikum ankommen und dass das durchaus auch im Kalkül der Arbeit von Gerhard Merz enthalten ist. Und dann, denke ich, hat er noch an der Emanzipation des Künstlers gearbeitet, insofern als er den Künstlern ein gewisses Selbstbewusstsein wiedergegeben hat. Er hat sich als Künstler, als Person geoutet, indem man ihm zum Beispiel vorgeworfen hat, er wäre modisch. Dann hat er gesagt, Mode ist ein Teil der Kunst. Man wirft ihm vor, er wäre eklektisch und er sagt, Eklektizismus, daraus besteht die Kunst. Also mit anderen Worten, er hat jeden Vorwurf dadurch entgegnet, dass er ihn akzeptiert hat. Michael Amelian. Oh Gott, ist ja eigentlich alles gesagt worden oder auch nicht. So hat Helmut Draxler gestern auch angefangen. Okay. Und dann ging es 10 Minuten. Ja, interessant ist ja eigentlich die Frage, mit der ich auch hierher kam. Wieso reden wir heute über diese Ausstellung im Endeffekt? Also abgesehen davon, dass ich auch finde, dass sie für die 80er Jahre eine ganz signifikante Ausstellung ist, die bestimmte Sachen in einem bestimmten Moment auf den Punkt gebracht hat und die sich heute ganz anders stellen und überhaupt nicht mehr stellen. Und ich denke, schon 3 Jahre später, nach der Wiedervereinigung, war die Ausstellung komplett überflüssig, weil Deutschland ganz andere Probleme dann hatte mit neuen Neonazis und so weiter. Und da hätte er es sicher auch nicht so mehr machen können. Und warum reden wir heute darüber? Das wäre für mich jetzt interessant. Warum diese Ausstellung jetzt hier aufs Tablett gesetzt wurde, im Gegensatz zu ganz vielen anderen auch. Ich bleibe bei den Schlussstatements. Martina Fuchs.
Mir geht es jetzt auch schon wieder so wie Helmut Draxler. Aber vielleicht können Sie die Frage ja auch gleich beantworten von Michaela Milliard. Warum über die Ausstellung noch gesprochen wird. Die Frage, genau. Ich denke tatsächlich, weil sie diese extreme Kontroverse hervorgerufen hat, wobei das interessanterweise eben wirklich eine Geschichte war, die speziell in München und in Deutschland stattgefunden hat. Ich hatte irgendwie 91 mal so eine Situation in Los Angeles, 92 hatte Gerd Merz eine große Einzelausstellung am Los Angeles County Museum. 91 hatte ich dann Gespräche mit dem zuständigen Kurator, Howard Fox, dem ich die Münchner Situation und den Streit um die Ausstellung hier geschildert habe. Und der hat die Welt nicht mehr verstanden. Also der konnte die ganze deutsche oder Münchner Problematik überhaupt nicht nachvollziehen. Was aus amerikanischer Sicht vielleicht verständlich ist, was aber vielleicht umgekehrt, und jetzt komme ich dann, habe ich dann doch noch ein Schlussstatement, vielleicht letztlich für die deutsche Situation dann doch auch die Wichtigkeit der Ausstellung zeigt. Also dass hier diese Diskussion hervorgerufen wurde. Die brauchte in Amerika nicht geführt zu werden, aber für München war sie sicherlich wichtig. Und ich glaube nicht, dass Gerd Merz sie in der Form geführt haben wollte. Der wollte jetzt kein geschichtlicher Aufklärer sein und irgendwie sagen, guckt mal, so funktioniert faschistische Ästhetik und ihr braucht keine Angst davor zu haben. Ich glaube, das hat sich dann letztendlich verselbstständigt, aber hat für die Diskussion oder für die Situation in München am Ende was Gutes gebracht. Stanek Felix. Im Sommer fand in Bregenz, in dem Bau von Zum Tor, eine große Ausstellung von Gerhard Merz statt. Ich bin da eingeladen worden, um über diese Ausstellung zu sprechen, was ja kurios war, weil der Bau von Zum Tor ist ja doch praktisch ein Glaskubus von allen Seiten, mehr oder weniger transparent. Und es ist eine sehr zeitgemäße Architektur, eine Architektur, die wirklich meiner Ansicht nach auch große Qualitäten hat. Da ist Merz etwas gelungen, was vielleicht dem da in etwa adäquat ist, dass er mit Elementen und mit Materialien gearbeitet hat, mit diesem weiß, mit diesem milchigen Glas und mit transparentem Glas und mit ähnlichen, um da einen Bezug herzustellen. Natürlich hat es mit den Inhalten hier nichts zu tun, aber es ist ja auch wiederum ein Beweis dafür, dass er die Architektur als das Wesentliche betrachtet. Eo ipso würde ich vermuten oder sagen nachträglich, dass er in diese Ausstellung natürlich eine gewisse Provokation eingebaut hat. Das war die Provokation in Bezug eben auf die faschisoiden Elemente oder auf historische Elemente, die an die nationalsozialistische Zeit denken lassen und auch wahrscheinlich von ihm durchaus so gewollt waren als Minen, als geistige Minen. Das aber trotzdem, und das ist das, was ja von der Ausstellung, glaube ich, übrig bleibt, der Bezug zwischen der Kunst und Architektur, Malerei und Architektur sehr stark war. Und das beweist gerade auch die Ausstellung in Bregenz, dass er diesen Weg weitergeht, auch wenn er vollkommen andere Mittel anwendet. Das ist für mich eigentlich der bleibende Wert dieser Ausstellung. Klaus von Bruch. Ja, also ich würde sagen, das mit den Provokationen sollte man sich in der Gegenwart ein bisschen mehr auf die Fahne schreiben und ein bisschen mutiger werden. Und jetzt überlasse ich Ihnen das abschließende Wort, nämlich ich bin ein richtiger Künstler, ich bin jetzt hungrig und durstig. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Publikum, bei meinen Gästen hier auf der Bühne. Das Interesse von Telling Histories war ja eigentlich auch eine Positionsbestimmung des Kunstvereins als Institution in der bürgerlichen Gesellschaft. Und das auch nochmal an Michaela Melian, ganz gutes Beispiel, dieses Projekt dafür, wie der Kunstverein selber als bürgerliche Institution ganz stark immer wieder als Instrument bürgerlicher Meinungsbildung eigentlich von sämtlichen Seiten auch benutzt, instrumentalisiert worden ist, aber nicht im negativen Sinne, sondern benutzt worden ist, weil er vielleicht genau dafür mehr da ist, als jede andere kunstvermittelnde Institution in unserer Gesellschaft sein kann. Gerade aufgrund dieser Zusammensetzung als ein eigenständiges Eigentum von den Bürgern, die als Mitglieder diese Institution mitfunktionieren lassen. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei der Firma Divitec für die Technik, bei der Hochschule für Fernsehen und Film, namentlich Antonio Guidi, für Geräte und Kamera. Ich mache nochmal ein bisschen Werbung auch. Wir haben ein Symposium, Curating with Light Luggage, übernächste Woche am Wochenende. Und
Vielen Dank.